Ja, ich kann euch da hinten nicht angeln, das weiß ich auch. Ach ja, das Käferland ist übrigens nicht diese kleine Insel mit dem Baum da drüben. Schon klar. Mit dem Mac da drauf. Nein, 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 nein. Das ist eine andere. Le Mac. Es ist schade, dass Phoenixmon so früh gestorben ist. Eigentlich wollte ich noch zur Schokolade kommen und mir eventuell was abholen. Mal gucken. Ja, okay, ich habe nicht besonders viele Digimon-Karten. Die sollte ich mir vielleicht auch noch kaufen. Hau ab. Blöd ist nicht viel. Get lost! Oh, oh. Die Attacke war so stark. Ich glaube nicht, dass du damit davon kommst. Niemand schmeißt eine Magma-Bombe auf meinen Pinguin. Eis-Eis-Pinguin. Ich bin ein Eis-Eis-Pinguin. Ja, dumm Guck. Hier wird nicht geträumt. Jetzt habe ich sage und schreibe 19.000 Bit. Zwei. Okay, was habe ich mir jetzt eigentlich eingebrockt? Scheiße. Das Gute an dieser Eisschauer-Attacke ist, dass sie wirklich jeden Gegner trifft, der auf dem Feld ist. Yay. Das Blöde ist, manchmal wird einer ab und man hat ein Problem. Au. Oder beide werden ab. Ja, einer lebt noch. So, der ist auch tot. Und ich habe gegen zwei gewonnen. Jetta. Jetta. Shinji hat mich schon aufgeklärt in der letzten Digimon-Aufnahme. Das wäre so viel wie Hurra. Ja. Aber ich glaube, bei den schlechten Digimon-Voice-Actern wäre mir das auf Japanisch doch lieber geblieben. Mhm. Wobei, schlechter Voice-Actor. Ich habe heute in Sonic Generations nochmal gegen den Egg-Dragon gekämpft, einfach so aus Spaß. Mhm. Und da gingen mir seine Sprüche so auf den Sack. Die deutsche Synchro ist da richtig verkackt gewesen bei dem Boss. Naja, ich will es auf Japanisch spielen. Ja, ich spiele es nicht unbedingt so hoch gerne auf Japanisch. Weil die deutsche Synchro ist ja eigentlich nicht so schlecht. Nur bei dem Boss ist sie eben einfach scheiße. Hm? Ich finde die deutsche Synchro wirklich nicht so schlecht. Eh nichts, das ist Sonic X. Nur beim Egg Dragon haben sie es verhauen. Hm. Einfach mal ausruhen, um Zeit zu vertreiben. Nochmal ausruhen. Weil Langeweile. Dann das bei Fig, also weil du Frigimon hast, du das weiter aufwerten, oder was? Hm? Na, wenn du Frigimon dann hast, tust du dann weiter trainieren sozusagen. Ja, weil ich muss ja die Wörter kriegen. Hm. Geht doch nicht anders. Gut, ich weiß es, was ich mache. Ich trainiere einfach Intelligenz und HP so weit und MP so weiter. Okay. Vielleicht nenne ich ja bei der Intelligenztraining noch ein bisschen was. Dann nennt man auch gerne mal eine kleine Attacke drauf. Okay, aber in diesem Fall wohl nicht. Glücklicher kann das Vieh jetzt nicht mehr werden. Gut, ich sollte vielleicht nicht weiter trainieren, wenn das Vieh kacken muss und schlafen will. Mhm. Wenn es kacken muss und du es schlafen schickst, dann findest du am Ende immer einen Kackhaufen neben deinem Vieh wieder, wenn es wach wird. Ja, das weiß ich auch noch.
kleine unschöne Erfahrung, die Disziplin senkt und du kannst das Vieh nicht anschreien, deswegen. Hm. Das würde nichts bringen. Normalerweise sehen die Viecher das ja ein, wenn sie zu früh in die Natur geschissen haben. Wenn die Natur geschissen haben, dann kann man sie ja mal anschreien. Oh ja. Weil sie es zu früh gemacht haben. Weil sie nicht lange ausgehalten haben. Allerdings, wenn man dann schläft und das Vieh kackt oder trainieren lässt, obwohl es eigentlich scheißen muss, dann senkt sich die Disziplin und ihr habt ein nerviges braunes Häufchen in der Natur stehen. Mhm. Auch, auch wenn das hier jetzt nur so ein altes Spiel ist, ist es eigentlich nicht so schön. Auch im echten Leben ist es nicht schön. Ja, ey. Aber die Kackhaufen kriegt man nicht mehr weg. Nur durch eine Art und Weise, und das heißt Zuckermann oder Numemon. Hm. Zwei der scheißesten Viecher, die ich je trainieren durfte. Weil die beiden essen das ja. Ja. Das macht sie nicht satt, aber es steigert ihr Gewicht. Mhm. Im Wesentlichen steigert das einfach nur ihr Gewicht. Gut, abwehrt jetzt auch 100. Das heißt, weiter trainieren sollte ich eigentlich nicht. Das heißt, nur noch warten. Ja, denn sonst heißt es nämlich, ich krieg einen lebenden Scheißhaufen wieder. Oder besser gesagt, ein schleimiges grünes Vieh. Wobei das auch wieder praktisch wäre. Dann könnte ich nämlich auch die Spielzeugstadt machen. Auch wenn ich nicht gerade die Nahkampfattacken habe. Das Einzige, was ich habe, ist dicke Lippe und das ist eine extrem schwache Attacke. Mhm. Ich mich mal so zurückerinnere, meine Pinguinmon waren auch damals, als ich noch nicht aufgenommen habe oder so, während meiner Grundschulzeit habe ich das Spiel ja gespielt. Da waren meine Pinguinmon auch immer scheiße. Hä? Ich hatte auch nur eins zum Memory Card Battle abgespeichert. Ruhe dich so viel aus wie möglich. Das ist der Schlüssel zu einem gesunden Digimon. Ich erzähle dir mal was über ein Thema Level. Der Thema-Level erhöht sich, wenn du einen Digimon zum Ultra-Digimon digitieren lässt. Und ein Turnier auf einem hohen Level ist auch ziemlich gut. Es wird ganz normal hochgehen, du solltest dir nicht so viel Sorgen drum machen. Aber auf der anderen Seite solltest du auch aufpassen, dass er nicht runtergeht. Wenn ein Digimon sich auflöst und dein Thema-Level... geht dein Thema-Level sicher runter. Wenn du regulär Fehler machst, dann geht er auch runter. Sei vorsichtig. Also das heißt, das Vieh darf nicht so oft in die Gegend scheißen und ihr dürft auch nicht so oft Kämpfe verlieren oder leben. Mhm. Und ihr solltet auch kein Turnier machen, das jetzt eigentlich viel zu low für euer Vieh ist. Zum Beispiel niedrigen Champion-Level-Turnier mit einem Ultra zu machen, ist lame. Richtig lame. Und genau deswegen bestraft euch das Spiel auch damit, dass ihr ein Thema-Level weniger kriegt. Ich bin jetzt Intermediate. Nachher werde ich Expert oder sowas sein. Mhm. Also Thema-Level 4. Ja. Mann, das digitiert aber recht langsam. Ja, mal gucken, wie alt es ist. Ja, das ist normal. Ja, das anschreien würde ich jetzt nicht. Oder Gamepad. Ihr müsst euch nicht wundern, dass ihr da unten irgendwelche Steam-Benachrichtigungen seht, dass irgendwer ein Spiel spielt oder so. Ich habe nämlich den Emulator mit Steam verknüpft. Gestartet und. Ja, es geht hier! Mhm. Was wirst du, was wirst du, was wirst du? Ein Frigimon, ein schöner großer Eisbär! Der müde ist.
Und damit hätte ich das nächste Vieh auf meiner Liste. Und schlaf mal schön, Digga. Gut, das speichere ich jetzt mal ab. So, ein kurzer Blick auf die Liste. Welche Werte braucht ein Metallarmeemann? 500 Stärke war ziemlich. Ja, 500. Ja. Yeah. Okay, ich trinke jetzt mal als erstes Stärke auf 500. Gut, während ich Frigimon trainiere, mache ich einfach mal die Aufnahme aus, weil es dauert doch eine Ewigkeit. Hä? Extrem Digitation! Ganz spontan. Nicht du! Ich wollte den größeren, ich wollte den besseren von dir! Das ist mal wieder typisch. Na, Memon. Aber es kann auch Metall später. Na gut, Glück gehabt. Schlaf mal fein. Scheiße. Ja, das kannst du aber laut sagen. Wobei die Werte nicht mal übel sind, ne? Die sind sehr hoch, Step. Bis auf HP und MP. Ja, wie viel es noch braucht. Ja, jetzt habe ich Dynamite Kick. Eine etwas schnellere Attacke. Ja. Knirschkugel Nummer 1. Kann man aus 5 Viechern machen, ach du Scheiße. Das gute Mario-Mann ist, dem reicht es zum Teil auch schon mit dem Digipilz. Das ist wohl eins der ergiebigsten Ultra-Level, die es jemals gab im Spiel. Nur es ist klein. Es ist klein und frisst nicht viel. Aber es oho. Und immer am Lächeln. Mhm. Immer. Das ist jetzt nur Mana. Jetzt muss ich die Werte hochkriegen. Ja. MP und HP, oder? Genau. Ah, ja. Ja, ja. Box mich ruhig. Was lustig ist. Dieses Mamimon taucht an einer Stelle, von der man es kaum erwartet. Nämlich auf der Panoramabergprärie. Hä? Ja, am späten Nachmittag. Komisch. Am späten Nachmittag taucht es auf. Lol. Als Gegner normal, oder? Ja, als Gegner. Das kommt dann in die Stadt, wenn man es besiegt hat. Hm. Das Dumme ist, nun ist es wieder so eine Zufallsgeschichte, ob es da auftaucht oder nicht. Hm. Dumm. Dumm, 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 dumm. Ja, deswegen stehe ich nicht so drauf, auf Mamimon zu warten oder es zu suchen. Was macht Mamimon eigentlich dann? Es ist im geheimen Shop. Verkauft ziemlich gute Disketten. Solche Buff-Disketten, die einem die Werte im Kampf erhöhen. Ah. Nach dem Kampf ist dieser Buff vorbei und dann hast du ziemlich viel Geld verschwendet. Hm. Man kann sein Digimon besser gleich so stark machen, dass es nicht so viel braucht. Ich will noch 1000 draufkriegen, dann gebe ich auch Ruhe. Och bitte. Aber in dem Spiel muss man sehr, 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 sehr viel grinden. Nochmal was? Grinden, leveln, trainieren. Ah, das hast du doch. Hab ich doch. Ja, das ist so. Außerdem, es lohnt sich auch mal einen starken Sigimon zu haben, weil dann kann man auch bei einem höheren Turnier mitmachen, dann gewinnt man auch bessere Preise und so weiter.